Guten Morgen, liebe Leute. Buongiorno, wie man hier in Italien sagt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird's mega crazy. Nein, Quatsch. Heute wird's ein schöner Trainingstag. Deswegen nehme ich euch hier heute mal wieder so ganz oldschool Vlog-Style mit. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. Alles weitere dann im Detail im Laufe des Videos. Weißt du, was man auch beachten muss, nachdem ich gestern dekoffeinierten Kaffee genommen habe, oder entkoffeinierten, habe ich einfach gar keinen Kaffee reingemacht. Mensch, du bist so ein Coffee-Freak, ne? Ja. Aber es klappt nicht so richtig. Nee, man ist... Meiner ist schon fertig, ich mach den hier aus der Kanne. So, das wären die ersten Ernährungseinsichten ever. Richtig spektakulär. Brot mit... Wo ist die? Mütterli. Was denn sonst? Ist ja klar. Kaffee, Orangensaft. Aber das alles eigentlich nur, weil ich kurz zeigen möchte, was auf dem Trainingsplan steht. So, das Schwimmen werden wir aufgrund von Engstellen am Pool erst am Abend machen können. 3 Stunden 30 steht in der Radeinheit, progressives Anlaufen. Aber es wird keine 3,5 Stunden dauern, das Programm, denn im Prinzip fahre ich mich eine halbe Stunde ein. Und dann die Wettkampfstrecke von der Challenge Davos, die in ziemlich genau einem Monat stattfinden wird. Und da es dann nur hochgeht, also steil hoch, steil runter, steil hoch, steil runter, sind, glaube ich, Streckenkenntnisse sehr von Vorteil. Deswegen heute die Abfahrten, also die Auffahrten und die Abfahrten anschauen. Soll auch ein paar Watt mehr treten. Den ersten Durchgang wird wahrscheinlich so ungefähr 260, den zweiten Durchgang so ungefähr 300 Watt treten. Bin ich also mal gespannt, wie das läuft. Warum gehst du hier halt rum eigentlich? Bist du so stark? Ja. Was soll das? War jetzt eine Aufnahme. Ja, das war richtig gut. Sag mal jetzt, was du heute trittst im Berghof. Das Fahrrad trete ich hoch. Schnell? So schnell wie ich kann. Nee, nicht so schnell wie ich kann. Aber so schnell es sich gut anfühlt. Ja. So, echte gute Laune. So. Wir sind mittlerweile hier in der Schweiz in Davos angekommen. Haben unsere Wechselstation sozusagen, Wechselzone aufgebaut. Und werden jetzt 20, 30 Minuten hier uns in der Ebene einrollen und dann einmal den Flüderpass hoch, auf der anderen Seite nach Susch runterfahren, umdrehen und das gleiche wieder zurück. Und dann werde ich 6 bis 9 Kilometer koppeln und mal gucken, wie weit die anderen fahren. Wie weit fahrt ihr? Einmal hoch. Einmal hoch, mal gucken. Oder vielleicht auch, wenn es gut läuft, nach der Seite wieder runter. Aber nichts Genaues weiß man nicht, ne? Da spricht der Medienprofi. Keine Details rauslassen. Ne? Ja. Über Werte sprechen wir nicht. Über Werte sprechen wir nicht. Das ist auch so ein, sag mal doch so als Triathlet irgendwie. Erik ist richtig pisst, weil es wirklich ein Aufwand war, jetzt hier ein paar Ticket zu lesen. Also man merkt man vielleicht. Ist ja kein guter Tag. Naja, aber das aber ist der Puls jetzt oben. Ne? Wir kriegen das schon noch im Griff. Verändert, ne? Ja, total. Oh, Jesus. So, war eine große Freude. Ja? Ruben noch getroffen. Aber das war schon mal gut. Und eine Ehre, mit ihm zu fahren. Tja, ich wollte jetzt umziehen. Ich war gerade ein bisschen Ja. Ich möchte jetzt hier nicht blank ziehen. Was kostet das in der Schweiz?
leck mich am Arsch. Coach hat gesagt, wenn die Beine super duper sind, dann darf ich noch von 6 auf 9 aufstocken. Völlig rau. Oh, leck. 190 Puls Max. Oh je je. Ey, das war aber echt eine gute Einheit. Also, wie der Zufall so will, haben wir wenige 100 Meter von hier nach dem Losfahren mit dem Ruben getroffen. Okay, wir haben vorher schon geschrieben. Es war nicht so viel, also es war ein bisschen Zufall. Mit dem bin ich dann hochgefahren und runtergefahren und hochgefahren und runtergefahren, wie ihr hier bei den Videos gesehen habt. Ich habe zu Ruben gesagt, bitte, wenn du mit Handbremse fährst, kann ich vielleicht ein bisschen zugucken von hinten und was lernen. Ich glaube, er ist mit Handbremse gefahren, aber auch gesagt, 93 hatte er Maximalspeed. Ich hatte, glaube ich, 83 oder 85, irgendwie so. Krass. Naja, gut. Aber Ruben hat gesagt, er wurde früher Crazy Ruben genannt, von daher bin ich damit eigentlich... Ist es okay. Ja, und dann das zweite Intervall, oder den Pass von der anderen Seite, war jetzt 290 Watt im Schnitt. Und das hat mich am Anfang ein bisschen zu schnell losgefahren. Da war es richtig, richtig, richtig fies am Ende. 185 Puls dann auch über einige Minuten. Das war wirklich dann zäh, aber hat Spaß gemacht. Und dann auch die Abfahrt runter. Und jetzt hier um See, es war recht viel los. 341 Pace, die 6 Kilometer. Schön reingesteigert. Es war hier ein bisschen profiliert, deswegen sind die Kilometer jetzt nicht alle sofort schneller geworden, aber der Aufwand hat gepasst. Also der gefühlte Aufwand hat gepasst. So, jetzt gibt es was Kaltes zu trinken. Vielleicht hüpfen wir in den See, fahren heim, dann geht es noch zum Schwimmen heute. Oh, wie viel Uhr ist es überhaupt? War schon kurz nach 3, ey.